Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute ist mal wieder Caio Perico, mal wieder das Thema. Ich weiß zwar nicht warum, aber Rockstar hat sich wahrscheinlich damit selbst ein Ei gelegt oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Die wollen wahrscheinlich nicht, dass wir GTA spielen beziehungsweise das ununterbrochen zocken. Auf jeden Fall, um was es heute in dem Video geht, ist, dass die Caio Perico genervt haben. Und zwar drastisch. Ich würde mal sagen, im Schnitt hat man jetzt 400.000 bis 500.000 GTA-Dollar weniger. Definitiv. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt noch lohnt oder das ununterbrochen zu zocken, Caio Perico, um Kohle zu machen, ich weiß es nicht. Ich habe das auf jeden Fall ausprobiert. Ich war schon mächtig enttäuscht. Also das, was Rockstar gerade zurzeit macht, ich weiß nicht, was sie damit erreichen wollen. Absolut keine Ahnung. Null Ahnung. Ja, dann sprechen wir mal über die Sachen, was die geändert haben. Also an den Vorbereitungsmissionen haben sie rein gar nichts verändert. Null. Also das habe ich heute ausprobiert. Das ist ja so wie eigentlich immer. Also da braucht ihr keine Angst haben. Das ist alles genauso schwer, genauso leicht wie vorher. Das kann man eigentlich ganz einfach durchziehen. So, was sie jetzt aber geändert haben, ist auf jeden Fall, die Gebühr, um Caio Perico heißt, überhaupt zu spielen. Früher hat man 25.000 bezahlt, heute sind es 100.000 GTA-Dollar. Also das Vierfache, Leute, das Vierfache. Ich weiß nicht warum. Haben die Angst, dass wir Kohle machen oder sowas? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, die Gebühr für den heißt statt 25 100.000. Das haben sie auf jeden Fall mal geändert. So, was haben sie noch geändert? Auf jeden Fall, Nebenbeuten sind alle um 10% gesunken. Entschuldigung, nicht ganz alle, außer Gold. Gold ist gleich geblieben. Da hat man früher 328.000 ungefähr bekommen. Das ist auch geblieben. Was sich verändert hat, war oder ist Bargeld. Da hat man früher so circa 87.000 bekommen. Und da, jetzt kriegt man ungefähr 75.000. Das ist nicht so ein großer Unterschied, aber mein Gott, es sind 10% auf jeden Fall. So, beim Gras, da hat man früher ungefähr 145.000 bekommen, bekommt man jetzt nur 130.000, das sind schon mal 15.000 weniger. Fürs Gemälde hat man früher 175 bekommen, heute bekommt man 157 und für Coca-Cola, also Kokain, hat man früher 220 bekommen, kriegt man heute nur 128.000. Nein, nicht 128, 198, Entschuldigung, Leute. So, das ist zuerst mal die Nebenbeute. Ich weiß nicht, das sind auf jeden Fall 10%. Das heißt, geht eigentlich, geht noch. Also wenn man früher 500.000 eingesammelt habt, dann sind es halt jetzt nur 450. Also, mein Gott, da drückt man ein Auge zu. Das ist nicht ganz so schlimm. So, was hat sich noch verändert? Im El Rubios Büro hatten wir früher im Tresor, also so habe ich das Gefühl früher gehabt, so im Schnitt 70.000 hat man eigentlich immer bekommen. Manchmal hat man 90 bekommen, manchmal hat man 60 bekommen oder an ganz schlechten Tagen hat man auch mal irgendetwas mit 50 bekommen.
Aber so im Schnitt hat man eigentlich immer 70.000 GTA-Dollar bekommen. Ja, das hat sich jetzt auch geändert. Jetzt kann man auch, wenn man einen schlechten Tag hat, auch mal nur 20.000 bekommen. Also zwischen 20 und 100.000 hat jetzt Rockstar geändert. Ich weiß nicht. Also, wenn man jetzt alles zusammenrechnet, in der Nebenbeute 50.000. In die Gebühr für den Heist 75 mehr. Wenn wir jetzt vom Tresor ausgehen, vielleicht 50 weniger. Dann, ich weiß nicht, Leute, was will Rockstar damit erreichen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt weitergehen, weil das Schlimmste ist dann noch gar, habe ich noch gar nicht erzählt, und zwar die Hauptbeuten haben alle bis auf den pinkenen Diamanten und die Pantherstatue 30% weniger. 30%. Das bedeutet, für die Tequila-Flasche hat man früher 900.000 bekommen, bekommt man jetzt 630. Für die Halskette hat man früher 1 Million bekommen, bekommt man jetzt 700.000. Für die Wertpapiere hat man 1,1 Millionen bekommen, bekommt man jetzt 770.000. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, was ich jetzt dazu sagen soll. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen muss, ist, wenn man Cayo Perico auf schwer spielt, bekommt man immer noch die 10%. Also das habe ich auch ausprobiert. Also die 10% bekommt man auf jeden Fall. Und wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt von mir, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es um GTA Geld verdienen geht. Das auf jeden Fall. Und kommentiert gerne. Ich antworte auch auf eure Fragen oder Anregungen. Ja, das auf jeden Fall. So, reden wir wieder über Cayo. Also, der sonstige Spielverlauf ist eigentlich nicht geändert worden. Also, die Waren sind immer noch die gleichen. Die stehen immer noch alle an der gleichen Stelle. Also, das bleibt alles. Also, ihr könnt immer noch, so wie sonst, eigentlich durchlaufen. Und in 10 Minuten seid ihr wieder draußen. Das funktioniert auf jeden Fall. Ja, Alternativen zum Geld verdienen gibt es eigentlich schon einige. Also die Missionen, die in der Agentur machen könnt von Dr. Dre, die geben zwar bloß 1 Million, das ist richtig, wenn ihr die aber alle schön vorbereitet und wenn in einer Eventwoche das zweifach Geld gibt, dann gibt es auch mal 2 Millionen dafür. Also das ist zum Beispiel etwas, was man eventuell auch gut vorbereiten kann. Nachtclub ist eigentlich immer eine Sache, wo man gut Geld verdienen kann, und zwar passiv. Das fühlt sich von alleine, und da sind in einer geschlossenen Lobby sind da 2 Millionen drin. In einer offenen Lobby sind da ja so 2,8 Millionen ungefähr. Ja, so ganz grob 2,8 Millionen drin. Und wenn es damals zweifach gibt, ist auch 4 Millionen drin. Also es gibt schon einige Alternativen, das auf jeden Fall. Ich finde es bloß schade, dass man jetzt Cayo wirklich so kaputt macht. Und ich finde es eigentlich immer noch, das ist einer der schönsten Heists,
die man spielen kann. Also es macht eigentlich, selbst wenn man das schon 100 Mal gemacht hat, macht es immer noch Spaß, irgendetwas Neues auszuprobieren, andere Routen auszuprobieren, andere Herangehensweisen ausprobieren. Also ich finde, das macht immer noch richtig, richtig viel Spaß. Warum Rockstar jetzt das kaputt macht, ja, das checke ich nicht, keine Ahnung. Die haben wahrscheinlich Angst, dass wir alle zu viel Geld verdienen und dann keine Shortcuts mehr kaufen. Das ist vielleicht in meinen Augen der einzige Grund. Aber warum sollte man so ein Spiel kaputt machen und Leute spielen das Spiel nicht mehr? Das ist doch in meinen Augen ein Schritt zurück und nicht ein Schritt vorwärts. Dann hätte man das vielleicht ein bisschen anders machen können, dass man vielleicht, keine Ahnung, in der Vorbereitungszeit etwas länger warten muss oder irgendwas, da gibt es immer irgendetwas, aber sowas, richtig die Hälfte, also was heißt die Hälfte, ein Drittel weniger Geld. Ich denke mal, die meisten Leute, die GTA ziemlich oft zocken, die sind jetzt richtig angepisst, mal ganz ehrlich. Und da wird es wahrscheinlich auch ein paar Leute davon geben, die dann sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich zocke jetzt was anderes. Also die Leute wird es auch geben. Es ist schon ein schwieriges Thema, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich. Vielleicht hoffen wir alle ein bisschen auf GTA 6, das vielleicht auch nächstes Jahr irgendwie, vielleicht auch nicht rauskommt. Ich hoffe es. So gewisse Andeutungen gibt es ja schon. Ihr könnt euch mal das T-Shirt anschauen. Wenn man das in dieser Eventwoche GTA spielt, geschenkt bekommt. Also diese Andeutung, vielleicht könnt ihr mal drauf schauen und erkennt es sofort. Ob, ja, es gibt viele Anzeichen, dass man, keine Ahnung, GTA 6 bald rauskommt, aber ich glaube es erst, wenn ich sehe, wenn ich es kaufen kann, wenn ich es runterladen kann und wenn ich es zocken kann, dann glaube ich das alles vorher, die ganzen Leute, die dann immer spekulieren und so weiter. Nee, da bin ich nicht. Ich glaube erst, wenn ich es sehe. Ja, Leute, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wenn ihr Probleme haben sollt, weil ich weiß, das merke ich immer wieder, dass Leute wirklich Probleme haben mit Kaio zu zocken, vor allem alleine. Und deswegen sich immer Hilfe holen, damit es ja spielbar ist. Ich finde das eigentlich gar nicht. Ich finde, dass man Solo am besten spielen kann. Aber ich habe einige Videos auf meinem Kanal, wo man oder welchen Weg man laufen kann, ohne zu sterben und so weiter. Also wie man das ganz, ganz, ganz einfach machen kann. Also ich finde Kaio eigentlich relativ einfach. Ihr könnt es super alleine zocken. Und schaut doch gerne auf meinem Kanal nach. Da gibt es ganz viele Videos, wo ihr nachschauen könnt, wie man das zocken kann. Ja, ich danke trotzdem allen und kommentiert gerne dieses Video. Tschüss. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer.